Hallo und herzlich willkommen bei Meyers TV 84. Mein Name ist Stefan. Das heutige Thema ist der soziale Brennpunkt. Die Frage ist erstmal, wo sind soziale Brennpunkte? Soziale Brennpunkte sind in Ballungsbereichen, zum Beispiel Großstädte. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Berlin. Hamburg ist auch ein sozialer Brennpunkt. Und Frankfurt am Main auch. Da gibt es aber noch ein paar andere, aber wir bleiben jetzt mal bei Berlin. Die sozialen Brennpunkte in Berlin sind zum Beispiel Neukölln, Wedding, Kreuzberg, Hellersdorf, Marzahn oben, ein Teil von Spandau und der Rest geht einigermaßen. Prenzlauer Berge ist zum Beispiel hier draußen, Friedrichshain ist zum Beispiel hier draußen. Hat sich alles schon ein bisschen beruhigt, dadurch, dass die Bezirke saniert wurden, die Mieten etwas höher gesetzt wurden. Dementsprechend ist das etwas ruhiger. Soziale Brennpunkte selber, wie entsteht das? Durch die Massen der Menschen, die in eine Stadt kommen, alle auf einen Punkt gesetzt, entsteht ein sozialer Brennpunkt. Die Stadt ist unsauber und vieles mehr. Der Grund dafür ist, wenn man sich das Umland zum Beispiel anschaut und die Kleinstädten, oder zum Beispiel Baden-Württemberg, Bayern, Hessen. Die Leute haben, die wohnen da nicht, die meisten wohnen da nicht zur Miete. Die meisten haben ihre eigenen Eigentümer, entweder Häuser oder Wohnungen. Wenn man sein eigenes Eigentum hat, schaut man genau auf das, was man bezahlt hat und schätzt es auch zu pflegen. Hier in Berlin zum Beispiel ist das dann so, hier haben nicht so viele Häuser oder Eigentumswohnungen. Die meisten leben hier wirklich auf Miete. Und dadurch achten die Menschen auch nicht drauf. Die zahlen ihre Miete und sagen, der Verwalter macht alles. Komme was wolle. Dementsprechend verdreckt die Stadt auch. Das ist auch ja, ganz normal, wenn man nicht sieht, wie viel Geld man selber reingesteckt hat, sieht man auch nicht, was dahinter steckt. Und bei den sozialen Brennpunkten, naja, ich hoffe, Berlin entwickelt sich weiter. Auf jeden Fall geht es schon mal in die Richtung, dass diese Brennpunkte immer mehr nach außen. Früher war es zum Beispiel Prenzlauer Berg, Friedrichshain und alles, was so drumherum lag. Mit Kreuzberg, Neukölln. Und das zieht sich jetzt alles vom Stadtkern nach außen. Irgendwann ist wirklich nur die Außenbereiche. Also wie Hellersdorf, Marzahn, Hohenschenhausen, Reinickendorf, der letzte Teil von Spandau hinten, Zehlendorf, der letzte Teil mit betroffen. Bis alles hier in Berlin gemacht wird. Das dauert allerdings noch viele Jahrzehnte und dann wird es auch in Berlin sauberer sein, aber auch ruhiger sein. Denn die Bereiche wie Neukölln muss man wirklich sehr, sehr viel machen. Weil in Neukölln wird alles reingesteckt, was keine Perspektive großartig hat. Schauen wir uns nochmal die Karl-Marx-Straße an. Wenn man da lang geht, man braucht keinen Urlaub in der Türkei oder in Arabien. Man braucht nur eine halbe Stunde Kaffee trinken auf der Karl-Marx-Straße, dann sieht man sowieso alles, da hat man seinen Urlaub. Nur dass die in der Türkei und in Arabien zum Beispiel zivilisierter sind. Weil die in Neukölln, die haben echt keine Perspektive, die geben sich Mühe, die werden nur in den Hintern getreten. Die Vereine, die da sind und helfen, die haben nicht die Kapazitäten, alles zu versorgen. Und dementsprechend sind die so demotiviert und so stinksauer, dass diese Bezirke irgendwann den Bach untergehen. Deswegen, wenn ihr Bezirke in Berlin unterstützen wollt, macht es in Neukölln, Wedding oder auch mit dem Kreuzberg. Das sind die größten Integrationsfehler, denn alles, was man falsch machen kann, ist in diesen Bezirken. Deswegen jegliche Hilfe, wenn das jemand sieht, da reinstecken, denn dann, die freuen sich, wenn sie so viel Hilfe kriegen, wie es geht und wenn denen auch mal jemand zuhört. Denn irgendwann versickern die und werden irgendwie kriminell und sonst was, weil die einfach keine andere Lösung mehr finden. Okay, das war es erstmal für diesen Punkt und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss.